Ja, herzlichen Dank. Besten Dank, Herr Dr. Sachse. Also ich nehme ja sofort eine übertragbare Idee für meinen Schreibtisch mit. Ich will sowas. Also diese Idee kann man jedenfalls schon einmal in die NRW-Rektorate mitnehmen. Ich glaube, das wird sehr gut ankommen. Herzlichen Dank an Sie beide. Ja, ich denke, das hat sich wunderbar ergänzt. Ein kongeniales Tandem. Und ich würde gleich nützen, Frau Baumel, wenn Sie noch ein paar Minuten haben, für Fragen. Ja? Nützen Sie die Gelegenheit, was ist Ihnen? Bitte, Frau Feldmann. Ja, vielen Dank an Sie beide. Das hat ja mein Projektmanagement-Herz höher schlagen lassen, die beiden Vorträge. Nichtsdestotrotz habe ich noch eine Frage zum Bezug in die Hochschule. Können Hochschulen oder sollten Hochschulen nicht auch die Gelegenheit nutzen, der Digitalisierung an die Geschäftsprozesse auch mal ranzugehen, nicht im Sinne von nur abbilden, sondern auch modernisieren, neu denken oder auch mal anders denken? Also bei der Hochschule selber oder bei mir im Unternehmen? Die eigenen Prozesse. Nein, also gerne, ich meine, auch bei Ihnen im Unternehmen, wenn das gewünscht ist. Nein, nein, also es ist schon genau so, wenn Sie mit einem neuen Studiengang gründen und Sie natürlich als IT-Unternehmen die Forderung stellen, natürlich wollen wir Praktikanten haben, wir wollen Leute haben, die die Hochschule ausbildet, dann ist das schon eine Erwartungshaltung, dass man natürlich innerhalb der Hochschule selber mit dem Werkzeug agiert. Das ist eine Grundphilosophie. Am besten kann ich irgendein Produkt ausräumen, wenn ich es selber ausprobiert habe und kann ein Produkt verkaufen. Also muss meines Erachtens eine Universität sich auch auseinandersetzen mit den eigenen Geschäftsprozessen. Das tut Universität auch. Also ich weiß, ich habe einen Sohn, der ist gerade fertig geworden, hat Wirtschaftsingenieurwesen in Hamburg studiert. Und da gibt es natürlich schon die erste Auseinandersetzung mit Prozessen. Da gibt es erste digitale Modellierung von Abläufen. Das bricht noch zum Teil, aber es ist wie in einem Unternehmen. Man muss eben halt diesen ganzen Bereich, man muss ein Veränderungsmanagement machen. Letztendlich ist das die Frage, die geistige Einstellung zu ändern. Und da sind Menschen dabei, die dabei sind und Menschen dabei, die etwas distanzierter sind. Beides ist legitim, man muss aber in der Hochschule die Diskussion führen. Und man muss diese Bewegung erzeugen. Das kommt, Digitalisierung. Nochmal, es kommt. Herr Winter. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich fand es wirklich spannend. Ich bin sozialisierter Hamburger, auch wenn ich dort nicht mehr lebe und kenne auch so ein paar Akteure aus der Stadt, die auch immer über den Hafen berichten. Jetzt durfte ich das mal live erleben und nicht nur von Akteuren vom Reeperbahn-Festival oder so. Vielen Dank dafür. Aber ganz konkret, wie erreichen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem doch nicht kleinen Hafen? Die sind ja disloziert. Wie nimmt man die mit? Wie erreichen Sie die? Wie schaffen Sie das sozusagen in der täglichen operativen Praxis? Also die tägliche Praxis ist so, dass ich jeden Montag in einer Geschäftsleitungssitzung sitze mit 7 Geschäftsleitungskollegen, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Davon ist mein Geschäftsführer digital affin, die anderen weniger. Das heißt, natürlich muss ich in dieser Sitzung dieses Thema einführen und ich muss sie mitnehmen. Ich muss die Optionen aufzeigen und muss immer wieder da dran gehen und die Möglichkeiten, da bin ich Prediger. In den Führungskräften, die Nachwuchsprogramme von Führungskräften, haben wir jetzt eine Einheit, einen Tag gemacht, so sogenannte Denkwerkstatt. Da waren 70 Nachwuchsführungskräfte dabei, die im Prinzip sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen wollten, sollten. Meine Grundeinstellung war an dem Tag, naja, ich habe 40% Befürworter und 60% Gegner. Man muss ja immer davon ausgehen, dass die Akzeptanz nicht unbedingt da ist. Es war so, dass in dieser Veranstaltung es ungefähr 90% am Ende da waren, die eigentlich was bewegen wollten. Wenn Sie so ein Potenzial haben, müssen Sie das irgendwie ausschöpfen. Was haben wir gemacht? Wir haben am Ende gesagt, die ihr jetzt hier zusammen seid, ihr müsst irgendwie zusammenbleiben. Und wir bieten euch an, wir bilden ein soziales Netzwerk im Unternehmen ab nach euren Anforderungen. Aber ich will auch, dass ihr euch engagiert. Und wir haben dann mit denen Folgeveranstaltungen gemacht, wo sie im Prinzip das Anforderungen an ein internes soziales Netzwerk beschreiben.
mit der Zusage von mir, dass wir dieses soziale Netzwerk dann realisieren und nur Sie Zugang haben. Das ist nämlich die ganz wichtige Komponente. Die füllen das mit Leben. Dann habe ich vielleicht 70 von 1800. Das ist noch nicht die große Menge. Aber die Strategie ist natürlich, das spricht sich rum. Da kommt erstmal der Suchwirrung, warum die denn und wir nicht und so weiter und so fort. Was ist das denn und so weiter. Und schon haben Sie die Diskussion im Haus. Also es gibt noch mehr. In dieser Einheit, die wir für Digitalisierung eingerichtet haben, gibt es eine spezielle Einheit, die in 2007 so ein Awareness-Programm macht. Wir machen ganz viele Aktivitäten, um die Leute mitzunehmen. Ich glaube, eine wichtige Ergänzung auch dazu ist, dass das Ganze auch nach außen getragen wird. Also zum Beispiel solche Dinge, wie wir zusammen machen, dieses Projekt aufzuarbeiten, das Ganze in eine Publikation zu gießen, die möglichst digital sein soll, dazu Artikel zu schreiben und dann eben auch den Mitarbeitenden zu zeigen, dass das Ganze nicht nur eine interne Geschichte ist, sondern dass das auch nach außen getragen wird, dass das auf Interesse stößt, dass Herr Sachse heute hier steht, dass er auch von anderen Organisationen angefragt wird. Und ich glaube, das zieht eben auch, dass die Mitarbeitenden anfangen, das ernst zu nehmen und sehen, dass das mehr ist als nur vielleicht die nächste Transformationswelle wie die üblichen Rationalisierungswellen. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Das ist eine ganz wesentliche Komponente und die müssen auf verschiedenen Ebenen tätig sein. Also ich kann Ihnen auch sagen, ich habe nicht nur Freunde im Hamburger Hafen. Ne? Also ich meine, aber ich bin von dem, was ich sage, überzeugt. Also, und ich hoffe, ich strahle das auch aus, ja. Weil das soll überspringen. Da hinten, ja. Ja, top ist mein Name. Ich habe noch mal zwei kurze Anmerkungen. Zum einen hat ja Hamburg sich diese Problematik selbst eingehandelt eigentlich, weil sie da vor vielen Jahren den Hafen Cuxhaven, Scharhörn, Neuwerk nicht gebaut hat. Da wäre ja die ganze Problematik weg gewesen. Zum anderen jetzt noch mal eine praktische Frage. Sie haben von den großen Containerschiffen berichtet, die ja kaum noch durch die Elbe kommen und nicht unter der Köhlandbrücke durchkommen. Nun ist ja, steht ja demnach an, dass die noch um einige Meter länger werden. Und wie wollen Sie die dann im Hafen wenden? Das ist jetzt ja schon wohl ein Problem, also was nun nicht mit digital zu tun hat. Also wenn diese Containerschiffe noch wesentlich länger werden, kriegen Sie die ja gar nicht mehr gewendet und, oder sollen die dann zurück rückwärts durch die Elbe fahren oder was ist da der Plan dann? Ja, das ist, also jetzt sprechen Sie mich nicht in meiner Digitalisierungsrolle an, sondern als Geschäftsleitungsmitglied. Aber ich will Ihnen darauf auch antworten. Natürlich wird das, wir hoffen auf den 9. Februar. Ich gehe fest davon aus, dass die Fahrrinnenanpassung kommt. Da wird die Gerichtsentscheidung in Leipzig gefällt. Ich hoffe, dass das richtig ist. Man muss einen Plan B natürlich auch haben. Wenn die Entscheidung gefällt ist, wird man meines Erachtens, das ist jetzt meine persönliche Äußerung, 30 Jahre noch mal Ruhe haben mit dieser Containerschifffahrt in Hamburg und wird den Hafen ausbauen. Wenn das negativ beschieden wird, wird man sich was anderes überlegen müssen, andere innovative Lösungen. Und natürlich wird man, sage ich mal, Kooperationen in Deutschland eingehen müssen. Die Nordrhein-Schäfen müssen eigentlich zusammenarbeiten. Das ist meine Vision im Hinblick auf die Digitalisierungsgeschichte. Ja. Und in der Köhlbrandbrücke die Frage Schiffsgrößen. Mit den Häfen, mit denen wir da zusammen sind, sprechen wir auch über Schiffsgrößenbeschränkung. Weil jeder Hafen hat das Problem, wenn diese Containerschiffe noch größer werden und meinetwegen 5 Meter breiter, dann muss der Arm, der die Container vom Schiff holt, eben halt noch 5 Meter weiter rausreichen. Die Ausmaße haben die nicht und das sind immense Kosten, die im Moment da sind. Das ist kein absolutes Argument. Meine innerste persönliche Einwendung ist, in der Zukunftsstrategie wird man Kooperationstätigkeiten machen und man wird vielleicht zwischen Wilhelmshaven und Hamburg einen Tunnel haben. Jetzt bin ich mal wieder visionär. Und wie bei der alten Luftpost wird man Container durchjagen. Und so ist so visionär, also so utopisch ist das gar nicht. Vielen Dank, auch für die Einblicke in das Hamburger Hafenleben, aber vor allem eben für die kongeniale Kooperation an der Stelle zwischen Wissenschaft und Praxis, schon geübt in langjähriger Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank.